dafür. Wisst ihr überhaupt, was abgeht, Leute? Es konnten, ich lehne mich hier mal so ran, Jungs. Wenn ich da so, soll ich in die Kamera oder auf den Bildschirm? Kannst du Kamera schauen? Ja, ich überlege auch ganz Zeit, Kamera oder Bildschirm. Freunde, ihr konntet Mixo und MacLeod den meinen ein paar Samples schicken, also an die Producer da draußen so, ihr konntet Samples einreichen. Wir werden die gleich durchhören und ich glaube, also wenn da jetzt eins bei ist, wo ich einfach sage, Bro, das ist es, dann machen wir wahrscheinlich daraus einfach ein Beat. Aber vielleicht machen wir es auch so, dass wir so uns die drei Top-Samples so mäßig markieren, sag ich mal. Und dann machen wir vielleicht so eine kleine Strawpool, wie heißt das? Abstimmung? Ja, so eine Abstimmung mäßig zwischen den drei Samples, den Top 3 Samples, von denen ihr eingeschickt habt. Und dann könnt ihr quasi entscheiden, auf welches Sample die Jungs, also Mixo und MacLeod, dann den Beat bauen und ich mich dann in die Booth setze und darauf recorde und einen Song mache. Ja, wir sind live. Das ist der Livestream. Leute, was geht? Folgt Sevirin auf Spotify. Heute Carmen Release, out now. genau, checkt es alle aus. Spotify, YouTube. Guck mal, sie drehen durch. Guck mal, wer da hinten noch kommt. Was geht ab, ey? Was geht, Bro? Hey, Danny, Alter. Alles fit. Sind wir ready? Für die Cam, Alter. Für die Cam. Wir haben dir ein bisschen was mitgebracht, Tilo. Die haben Baba Award. Ja, Alter. Check mal. Wow. Das ist die nächste Eins. Was sagt, kennt ihr den Song? We made it. Kennst du den schon? Ja, kennt ihr den? Den irgendwo gehört? Irgendwo vielleicht? Guter Song. Die Eins. Die zweite Eins. Sehnsucht, we made it. Krasser Moin. Nur für den Chat, Digga. Wow. Das ist so verrückt. Das ist ein Riesending, Alter. Wo stellt ihr die ganzen Awards hin? Die stehen einfach bei mir im Studio zu Hause. Und jeder kriegt ja einen, der darin mitgearbeitet hat. Also hier stehen auch eigentlich welche von Sehnsucht und so rum. Von Sehnsucht steht da hinten. Habt ihr Sehnsucht hier? Ja, das steht da hinten. Der ist auch Sehnsucht. Und hier war einmal hier. Bei beiden. Jungs, Alter. Das haben wir innerhalb von eineinhalb Monaten gemacht oder so. Guck mal, das sind zwei Dinger. An einem Abend, oder? Sehnsucht, was ist das? Das war dritte, weil auf We Made It, you said, Three Hits in One Night. Wann kommt der dritte? Red Stripes ist auf meinem Album, Leute. 20.05. Boah, Red Stripes, ne? Der kommt noch, Red. Der kommt noch. Soll ich mal ein bisschen was spielen? Spiel ab. Zieh mal Feuer. Geht das ein bisschen lauter? Ja. Der wird auf jeden Fall klappen. Ich sag mal so, der wird klappen. Der wird auf jeden Fall klappen. Das sind alles Samples von irgendwelchen Leuten, die sie eingeschickt haben. Ja. Okay, lit. So, mal direkt. Ich mag ihn auch. Kannst du schon mal merken oder so? Dann Moritz Buse. Moritz. Bester Mann, Moritz. Das könnte so mehr Trap-lastiger sein. Mhm. Darauf können wir hart gehen. Doch. Ja. Darauf können wir echt richtig hart gehen. Können wir richtig in die Fresse. Mag ich auch. Was ist denn los mit den Leuten? Die sind letztes Mal länger gedauert. Kannst du auch mit einspeichern. Ja. So aber wir können ja jetzt nicht die ersten drei nehmen. Oder wenn die Community abliefert. Wenn, dann hören wir aber trotzdem noch ein bisschen weiter, dass wir jetzt drei haben. Okay. Safe, safe. Vielleicht tauschen wir dann irgendwie noch aus. Oder so. Dann hören wir jetzt mal bei Scorp Beats rein. Das ist crazy, Digga. Play Bacardi. Nee, aber das ist nicht meins. Meins auch nicht. Geben wir dem Scorp Beats noch eine Chance. Das ist schon besser. Der ist auch schön. Das ist ja so ein sänglicher. Der singt nicht. Der wird auch funktionieren. Der wird schon funktionieren, safe. Okay, zieh mal rein. Ja. Das heißt Absent. Absent, Digga. Wie heißt Absent? Kilian. Schau doch an Kilian. Ja, der ist auch krass. Soll ich ihn reinziehen? Mach mal noch mal einen von ihm an, erstmal. Mach mal nächsten. Nächsten. Nächsten? Der ist machbar. Ja. Der ist richtig Spaß. Oh. Der kann richtig. Community, komm, vor zwei Jahren. Den könnten wir nehmen, Digga. Wirklich, wirklich. Okay, Danny, wie läuft denn sowas? Also, wir haben jetzt die fünf. Ihr habt jetzt die fünf. Okay, dann lasst mal, spielt von den ersten fünf nochmal ab. Okay. Also, alle einmal abspielen und halt davor den Namen sagen. Und dann machen die Mods nee, wir machen einfach 1, 2, 3, 4, 5. Also oder den ersten, zweiten. Sagen, weil teilweise hier, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Namen. Ja, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Also, mach den ersten, das erste Sample mal an. Okay, Nummer 1. Chat, hört gut zu. Nummer 1.
Guck mal, was mit Marco. Der wird schon gehen, Digga. Der wird schon gehen. Okay, hör nochmal kurz. Oh. Ja, schon hart, ne? Ja, schon hart. Boah, die Klavier, das Klavier ist auch jetzt Single. Am Ende machen wir auf alle fünf ein. Okay, machen wir nächsten. Okay. Das war eins. Das war Nummer eins. Mit dem Klavier. Okay, der die Mods merken und danach machen wir den Strawpool. Der ist schon geil, der ist schon geil. Ja, Mods, macht gleich Strawpool mit 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Nummer 2. Whole lot of gang shit. Auch sehr geil. Oh, geil, wenn das weggeht. Zwei werden härtere. Sehr stark, Nummer zwei. Drei steht hier Scorp Beats. Ich hoffe, das ist der richtige. Ich glaube, der war der richtige, genau. Der war so. Das ist so ein Luxusleben-Type Beat. Ich kann von 10 drehen, so Luxusleben. Einfach nicht. Oh, danke für die ganze Zeit. Zum Luxusleben in weniger als 2 Jahren. Heini-Type Beat. Heini. Okay, das war Nummer 3. Das war Nummer 3, Freunde. Nee, eigentlich schon mit Jan nach Malle geflogen. Jetzt haben wir mal Nummer 4, David C. David C., ich hoffe, das passt. Nummer 4. Hat so ein bisschen Sprite für mich. Geht. Was ist das denn passiert? Okay. Wir waren schnell. Was auch immer, was man damit macht. Es ist nichts passiert, es ist kein Energy über Mac. Das kann übel werden. Warte mal, muss das nicht umdrehen oder so ausmachen oder so? Ja, gut. Super. Kleines technisches Problem. Ja, hier an der Stelle. Ja, Fehler passieren. Gleich ist Beat fertig, keine Sorge gemacht. So machen wir unsere Beats. Das ist der Trick. Ja, das ist erstmal so. Auf einmal. Man muss ja immer ein bisschen Source verschütten, damit nochmal mehr Energy hinter ist. Deswegen haben wir auch natürlich Effekt Energy jetzt gerade drüber verschüttet. Falls der gleich ausgehen sollte, was passieren könnte, soll ich schon mal meinen holen? Ja, aber noch sieht alles gut aus hier. Wir hören mal in Nummer 5 rein. Ups. Arbeitsunfall, ihr habt recht. Ja, stimmt, Danny, sag mal an, wie lange warten wir jetzt hier? Auf nicht lang, das ist gleich fertig. Ungefähr jetzt fertig. Und wann kriegen wir das Ergebnis? 5. Mit 700 Votes. Als ob. Echt? Ja. Okay. Das ist aber schon fix. Dann hat CJ the Goat gewonnen. Die Leute haben unser, den Vibe gefühlt. Aber ich record nicht auf Sample, oder? Ihr baut erstmal ein bisschen. Ja, ich baue ein bisschen, dann kannst du noch ein bisschen schreiben. Nein, man schreibt. Ja, ein akutes Feuerzeug. Was denn? Getroffen. Ich setz mich kurz ein bisschen nach hinten und schreib ein bisschen Text, Freunde. Mal ein paar Hi-Hats hier rein. Sehr geil. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch erklären, warum wir ausgerechnet dieses Programm benutzen und nicht das und das. Also, wir benutzen hier Studio One. Ist eigentlich egal, welches Programm man nutzt. Jeder hat da seine Vorlieben. Die meisten jungen Dudes sind ja heutzutage auf FL Studio. Wir sind schon immer auf Studio One. Aber eigentlich, es kommt nicht auf das Programm an, auf die Technik, sondern so, wie man sich wohlfühlt. Da kann man die Arrangements halt ganz gerne machen. Aber gehen wir jetzt hier in das Kind von. Die Fruity-Producer werden uns da widersprechen, wenn wir sagen, das ist das Beste. Jetzt mal in das Kind von unserem Homie Rico. Der, wenn gleich die Drums und 808s reinkommen, dann ist schon. Keine halben Sachen. Laptop hat auf jeden Fall durchgehalten. Das ja, Digga, trotz dem Energy-Unfall. Aber ist top. Ja. Wollt schon mal machen, ich zeig so ein bisschen das Loft-mäßig. Ja, ich will jetzt das Loft zeigen. Ich will jetzt hier das Loft zeigen, alles. Okay, sie sagt Bescheid. Okay, Freunde, ich führe euch gleich ein bisschen durchs Loft, zeige euch so ein paar Ecken, die ihr vielleicht alle kennt, sehen solltet. Geil. Ja, Mann.
also hier kennt man ja grob. Natürlich, dass Benni auch durchkommt, der Mann. Ja, also musst du aufpassen, den Jungs Bescheid sagen. Ja, safe, safe, ich sag Bescheid. Auf jeden Fall hier ist es Loft, Jungs. Ja, Eingangsbereich erstmal. Eingangsbereich. Hier ist Baba-mäßig alles. Man kann hier seine Schuhe ausziehen. Ich habe meine jetzt noch an, weil eigentlich laufe hier auch noch im Schlappen rum, aber hier sind halt Schlappen en masse so. Und meine Füße sind halt irgendwie, keine Ahnung, dumm oder so. Und ich kann keine Schlappen gerade tragen, ist aber ein anderes Thema. Dann haben wir hier die Toilette. Hier ist everything. Hier ist Abschnittraum, da ist Klo. Klo muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht zeigen. So. Weil Klo wisst ihr alle, wie aussieht. Dann haben wir hier Ofen und alles mäßig zum Baba kochen. Dann dicken, geilen Effekt Kühlschrank mäßig drin, wenn wir auch bestens versorgen. Bestens versorgt mit Effekt. Shoutouts geht raus an Effekt. Dann haben wir hier den kreativen Space. Ladies and Gentlemen. Ja. Hier wird dann auch gerne mal gezockt und so, wie ihr sehen könnt. Ein paar Konsolen, PlayStation 5, eine Switch ist auch immer am Start. Haben wir ja auch ein bisschen Spielraum, ein bisschen Spaß im Studio, muss ja auch sein. Man kann ja nicht immer verkrampft im Studio hocken, ganz halt bum, 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 Musik in den Ohren. Ein bisschen spannend. Die Leute auf dem Stream. Top, Jungs, ihr macht es echt super. Dann hier erinnert man sich eventuell bei Sehnsucht, war hier so eine Whole Blackbox. Also hier kann auch alles dunkel mit dem Licht da dran. Das war hier in dem Eck. Haben wir dann hier das alles mäßig weggeräumt. Ja, Mann, das ist ein Riesenschutz. Da haben wir natürlich auch Robin, RBN, der von Fritz, weil viele immer in meinen Blogs fragen, was das für ein Teppich oder auch wo das Shirt ist. Ist und diesem Mann wollte die T-Shirts haben. Ja. Und diesem Mann wollte die T-Shirts und die Teppiche. Aber ja, Mann, ich glaube, das war's auch dann, glaube ich, grob mit dem Loft. Man hat alles gesehen, was man gesehen hat in den Blogs und sowas. Dann gehen wir back zu den Jungs ins Studio und mal gucken, was der Forscher gemacht hat. Ja. Ja. So ist noch besser. Das hat die königliche Stimme. Ey. Das keine Air Force Bitch, das Babes, das hätte nicht das Game, ich hate die Player. Ja, ich bin am Machen ohne Major, Million Views, ja, Million Plays, ja. Prouder und Prouder und Prouder, ich wusste mit 12 schon, ich wär kein Versager. Wusste mit 16 schon, bitte, ich werd's da, ja. Ja, ich bin young in der Stabil, das Girl, ja. Tilo ist wieder dicht, ja. Double Cup voll mit Gift, ja. Guck zu, ich gewinn, ja. Blind, ich guck mich mal hin, ja. Es wird lit, safe. Yeah, yeah. Baba. Ja, Freunde, so schnell arbeiten wir mit Tilo. Tilo macht innerhalb 10 Minuten Text, Digga, und dann geht er in die Booth. Und dann wird noch ein bisschen probiert, bla und bla. Und dann wird langsam alles, ja, gemacht. Das ist krank, aber Tilo hat wirklich sehr, sehr krassen Workflow. Aber Jungs, vielen Dank für die Subs. Sehr appreciate. Den Leuten hat es von mir gelernt. Vom Rini Boy, der Mann, der in Kreuzworträtseln redet. Ja, das ist ganz unterschiedlich, mal von Session zu Session. Meistens ist Josh schon hier am technischen MacBook-Teil beteiligt, macht die Drums, den Beat, den Aufbau und so. Und ich bin so ein bisschen am Vibe mit den Künstlern und bringe mal ein paar Ideen rein. Aber manchmal ist es auch ganz anders. Immer wieder. Also, kommen. Ist echt immer ein bisschen unterschiedlich. Danny, woher? Wir haben auch gerade hier so voll viele Leute, die teilweise hier so. Wir haben ein ganzes Team, die einspielen und gerade ist auch ein bisschen alles anders geworden. So. Deshalb, wir sind auch nicht immer zu zweit. Mal schauen, Alter. Marco, kommt da was mit euch, Marco? Steht da was im Raum? Schauen. Mit unserem Marco? Ja, steht da irgendwas im Raum? Deine Community, ich weiß nicht, vielleicht wissen vielleicht die auch vieles. Vielleicht kommt da was. Also, Marco ist auf jeden Fall ein richtig geiler Künstler. Und ja, nice Schönes Dude, gemacht. Alter. Shoutout, Marco. Wir haben Mix und McLeod sich kennengelernt. Boah, bei einem Kollegen auf einer Party quasi morgens. Morgens? Morgens. Ja, war auf jeden Fall eine längere Party. Aber so 10, 11 Jahre her mittlerweile. Hey, nicht das Game, ich hate die Player. Ich bin am Machen ohne Maze. Yeah. Million Views, Million Plays. Yeah, yeah. Doch bleibt the same. Yeah, yeah. Wow. Prada und Prada und Prada, ich wusste mit 12 schon, ich wär kein Versager. Wusste mit 16 schon, bitte, ich werd's da. Ja, ja, ich bin young in der Stadt, das Squad. Es geht um Sex, es geht um Cash, es geht um Eis, geht um Baguettes. Komm aus dem Norden, kein Cap in meinem Rap. Boah, ja. Mach die Minibar leer, ihr lebt eben verkehrt. Ja, noch Schule jetzt gelernt, und dieses Jahr noch Millionär. Boah, ja. Ja, Digga, mach hier ready, ich geh in die Booth, das wird dumm. Ja, okay. Der Bro, jetzt in die Booth. Weh. Da gibt es eine Antwort auf Faith Drum Kids eigentlich gar nicht, ey. Viel passiert, viel sind die gleichen Sachen so. Habt ihr so ein spezielles oder mischt ihr einfach random mal durch? Nee, ich finde früher war so, du brauchtest die speziellen Sounds, ja, du hast so gedickt nach Sounds, war so, boah, ich hab die Snare, du hast die nicht. Heute ist so, jeder hat alles, deswegen, es kommt nur noch darauf an, was du damit machst. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Ein bisschen schade manchmal, die Magie geht dadurch so ein bisschen verloren.
Aber gleichzeitig ist es auch so, Chancen, ja. Gleichheit, ja, jeder kann Hitlern, deswegen. Kommt echt schnell zu dem Ergebnis. Nächstes Mixwerk Loud Album. Wir machen's, wir sind dran. Kein safe Release-Datum oder so. Also kommt von euch bald so ein Producer-Tape-Album mäßig? Genau, das war die ganze Zeit hier. Das, was wir eigentlich hier so produziert haben in dem Loft, war so ein bisschen. Baba. Fürs neue Tape. Und darauf wird dann auch Sehnsucht sein, ne? Also genau. Sehnsucht ist die erste Single davon. Genau, Sehnsucht war quasi die erste Single. Aber das war ja noch so, wo wir den Song gemacht haben, wussten wir noch gar nicht, was das hier für eine Fahrt aufnimmt. Ja. Deswegen jetzt gefühlt, wer weiß, was da noch mit uns in Tilo kommt. Nee, da wären noch viele Sachen. Alles ist möglich so. Welches Autotune benutzt ihr bei Tilo? Ich zu Hause, ganz normal diese Antares-Filme. Was habt ihr hier? Live auch Antares. Hier haben wir manchmal von Slate das Metatune. Aber ist nice, hört sich alles sehr nice an. Du zerstörst habt ihr eigentlich so Remade und Sehnsucht hier selber gemixt und das wurde nur gemastert von uns? Also ihr habt es auch gemixt? Ja, gemixt und crazy. Also Ludwig. Ja. Und da ist, was ist auf den Final Songs quasi für Autotune? Ist das dieses... Das ist Metatune tatsächlich. Das ist Metatune. Ja. Aber wie gesagt, der Sound von Metatune ist der gleiche. Ja, das hat nur so eine, man kann so in so Gruppen routen, so voll einfach. Und das ist ganz geil, wenn man so Backings hat oder so. Ja, Digga, mit seinen Schuhen. Sinni schreibt mir bei WhatsApp, packt Joshuas MacBook in Reis. Und Akku raus. Aber er hat eigentlich recht, Alter. Okay, ich glaube, hier geht nichts mehr. Mach auf jeden Fall, mach den aus, Akku raus und pack den in Reis. Also, for real, leg den wirklich mal in Reis. Ja, aber mach den wirklich richtig aus, wegen. Ja, voll. Oh, ja. Deswegen. Ich denke, auf dem Tisch sein. So sieht's aus. Es ist 10 Jahre lang gut gegangen. 10 Jahre lang, Alter. Wir hatten Flaschen, Wasser, alles. Aber es war echt das erste Mal, dass was passiert ist. Not bad, Alter. Ach, das erste Mal? Shit. Ja, es ist das erste Mal, dass passiert ist. Ich dachte, man hört mich. Live. So. Jetzt erzähl mal den Leuten, was hier. Nur, was soll ich erzählen? Wir sind dein Stream, Digga. Ja, wir sind Mix McLeod Studio, wie immer. Wir sind im Studio, versuchen gerade ein bisschen, dass irgendwie eventuell so vielleicht eine Flüssigkeit... Guck mal, die Eingänge, das verstellst du bei mir auch immer voll. Bei Laptop der Konsole, hier laufen uns wegen, fixen die Jungs das gerade, aber wir sind gleich wieder back. 12er, dann Hook. Also kannst du lange wieder... Erstes Part? Genau, ja, reinkommt Part. Okay, Part, da Hook. Genau, es kommt 4 Zahlen, dann nochmal 4 Zahlen, dann geht das 4 Zahlen in diesen Filter rein. Der läuft. Da rap ich noch so, bla bla. Dann kommen 8 Zeilen Hook. Ja, perfekt, die Hook habe ich ja schon. Dann komme ich quasi. Auf jeden Fall gibt's das kein Air Force, bitch, Dave Stars. Hate the player. Da mache ich dann die Hook. Okay, und dann ist hier wieder Part, hier Hook. Genau. Hier Part, hier Hook. Genau. Okay. Soll ich reingehen oder was? Ja. Wenn du Bock hast? Jungs. Dann muss ich jetzt das muten, weil die hören mich ja jetzt gleich darüber, ne? Genau. Wir hören jetzt nur noch dich und den Beat. Tilo geht jetzt in die Booth. Jungs, dann mache ich jetzt meinen Mic am Mund aus, dann hört ihr mich jetzt hier drüber. Record ich jetzt richtig? Ja. Ja. Bitch. Keine Lieder mehr, ich record nur noch Einsen. Ihr seid pleite seit 10 Jahren, ja, das ist schon peinlich. Ich muss nach oben an die Spitze, ich hab's eilig. 1000 Feinde, doch alle davon neidisch. Okay. Tilo, 2 Takes, so hört sich das an. Bitch. Keine Lieder mehr, ich record nur noch Einsen. Ihr seid pleite seit 10 Jahren, ja, das ist schon peinlich. Ich muss nach oben an die Spitze, ich hab's eilig. 1000 Feinde, doch alle davon neidisch. Alles, was droppt von euch, ist Shit. Alles, was ich trage, ist mehr als Drip. Ich komm vom Broke zu sehr, sehr rich. So viel Cash für die ganze Clique. Double Cup giftig, bitch, ich sip. Ganze Gang turned, ja, let's get lit. Schreib 10 Minuten, dann easy ein Hit. Komm nicht alleine, nicht gern, komm mit. Sie catch Feelings für mich, ich catch Feelings für nichts. Bleib dauerhaft kalt, bin vom Leben gefickt. Das war ein echt cooler Trick, dass du irgendwas erzählst, was nicht stimmt auf deinen Scheiß-Tracks. Das ist keine Air Force, Bitch, das Babestars. Hate nicht das Game, ich hate die Player. Ich bin am Machen ohne Major. Million Views, ja, Million Plays, ja. Wow, Prada, I'm Prada, I'm Prada. Wusste mit 12 schon, ich werd kein Versager. Wusste mit 16, Bitch, ich werd Star. Ja, ich bin young and noch stabil, das Squad. Da machen wir hier so einen kleinen Beatbreak in der Mitte.
weil du da mit der hohen Stimme reinkommst. 16 schon bitch, ich fällt's da, ja. Ich bin ein Junge, noch stabil das Squab, ja. Oh. Warte. Bitch, ich fällt's da, ja. Ich bin ein Junge, noch stabil das Squab, ja. Das ist keine Air Force, bitch, das Bates, das. Geil. Warte, da mach ich dir so einen kleinen Effekt drauf, der wird krank kommen. Warte mal. Ich sehe ja immer viel zu viel Autotune und so. Das ist auch meistens, wir machen das bei der Aufnahme komplett stark für den Vibe und nachher, das ist immer nur das Monitoring, Autotune. Genau. Und dann im Nachhinein, wir machen nochmal ein anderes drauf, wo ein bisschen wenig, was ein bisschen weniger greift. Und dann ist es auch nicht so komplett. Ja, ja, okay, mach mal einfach. Okay. Morgen, Baby, ich kann Captain beim Rap. Sissy! 10.000 Rapper, 10.000 Rapper, wack, ja. Damn, ja, okay. Babe, das ist ne Tight Jeans, mach Hit im Livestream, sie reden von Bitches wie Kylie, meine Wrist ist icy, ich blende die Hater, bleibe Skater, weil ich grinde bis zum Ende, ich bade im Cash, Geil, super. Ja. Den haben wir, dann brauchen wir jetzt quasi wieder diese, ich kann auch die Pre von der anderen nehmen, ne? Mach mal. Das ist keine Air Force, Bitch, das Babes, das hätte ich das Game, ich shake die Player. Ich bin am Machen, ohne Major, Million Views, a Million Plays, ja. Prada und Prada und Prada, ich wusste mit 12 schon, ich wär kein Versager. Wusste mit 16 schon, Bitch, ich werd Star, ja. Ich bin ein Young, noch stabil, das Squab, ja, ja. Okay. Alter! Hey, hey, hey! Eis! Wollt ihr da nicht schon Text von mir sein? Das ist auch geil, Digga, was du denn das? Ja. Ey Jungs, der Song muss droppen. Ja, ja. Selbst Phase in der Haare. Auch wenn ihr jetzt alle schon kennt, der muss droppen. Das ist keine Air Force, Bitch, das Blaze, das hätte ich das Game, ich shake die Player. Ich bin am Machen ohne Major, Million Views, ja, Million Plays. Prada und Prada und Prada, ich wusste mit 16 schon, ich weg ein Versager. Jenny, ich hab Crush auf dich. Ich bin ja in der Stadt, das Squad, ey. Sitz von Mercedes, massiert mich. Welches geil. Alter, Sevi, wenn du bist, was der Junge hier gezaubert hat. Zweiter, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß nicht. Okay. Schau, dieser Zweite für dieser Pre-Roll. Das ist deine Community. Ja, safe, Freunde, dann lass reinballern jetzt gleich. Sollen die ganzen Leute. Wo ist Ennis überhaupt? Wo ist er? Nee, ist. Hören wir das Ding jetzt nochmal durch von vorne? Würde ich sagen, oder? Ja. Machen wir zumindest heute direkt raus, ich will auf Handy haben. Ja, wir können auch direkt einen Master schicken. Wirklich? Ja? Der muss rauskommen. Okay, Ennis ist nicht da, egal, dann lass anfangen. Let's go! Lass rein. Hören die Leute, das ist auch geil, den Song? Oder wir gehen dunkel, machen wir mal. Durchgedreht. We drunk, baby. Hey, Bro, sollte da nicht schon Text von mir sein? Der ist reingelassen. Der ist nicht. Bitch. Ja. Keine Lieder mehr, ich record nur noch Einsen, ja. Ihr seid pleite seit 10 Jahren, ja, das ist schon peinlich, ja. Ich muss nach oben an die Spitze, ich hab's eilig, ja. 1000 Feinde, ja, doch alt davon neidisch, ja. Alles, was droppt von euch, shit, alles, was ich trage, ist mehr als Drip. Ich komm vom Blut zu sehr, sehr rich, ja, so viel Cash für die ganze Clique. Double Cup giftig, bitch, ich sip, ganze Gang turned, ja, let's get lit. Ich hab 10 Minuten, dann geh sie ein Hit, komm nicht allein, denn die Gang kommt mit. Ich catch wie links für mich, ich catch wie links für mich. Bin vom Leben gefickt. Das war ein echt cooler Trick, dass du irgendwas erzählst, was nicht stimmt auf deinen scheiß Tracks. Das ist keine Air Force, Bitch, das Babes, das hält nicht das Game, ich hate die Player. Ich bin am Machen ohne Major, Million Views, ja, Million Plays, ja. Prada und Prada und Prada, ich wusste mit 12 schon, ich wär kein Versager. Wusste mit 16 schon, Bitch, ich werd's da, ja. Ich bin ein Young, noch stabil, das Squad. Ein Young, noch stabil, das Squad. Das ist keine Air Force, Bitch, das Babes, das hält nicht das Game, ich hate die Player. Ich bin am Machen ohne Major, Million Views, ja, Million Plays. Prada und Prada und Prada, ich wusste mit 12 schon, ich wär kein Versager. Wusste mit 16 schon, Bitch, ich werd's da, ja. Ich bin Young, noch stabil, das Squad. Wow. Yeah. Voll ab. Digga, stark, Mann, Alter. Wow, Digga. Danke. Oh, heftige Sache, Digga. Wow. Shit, der muss droppen, der droppt. Der down, Digga. GG. GG, Alter. Holy fuck. Okay, Digga, ich geb dir nochmal das Wort hier. Was soll ich sagen, Digga? Wir wollen nochmal einmal in den anderen reinhören, den wir gestern gemacht haben. Zeit noch rein von gestern gleich. Es war ein geistkrank dummer Stream, Digga. Ja, der Stream war absolut dumm. Wir haben wirklich jetzt, glaube ich, fast 5k Viewer. Ich hab goldenen Einsen. Neue Tio-Single. Ist mir klar. Bin ich ein Trost für dich? Oder bin ich dein Jackpot? Bin wie eine Droge, ich mach kaputt, was einmal perfekt war.
Sie kann nicht ohne mich. Sie hat all die Kohle nicht. Sie wollte mich immer oben sehen. Ich kam vom Bundes zu Koblenz. Und sie war immer dabei. Since day one, Baby, das ist for life. Ich tausche sie nicht ein, ich bleib ihr treu. Baby, in der Sprite, hier ist Teufelszeug. Und es zieht mich runter auf die Knie. Du hast mir alles schon verziehen. Von hier zu oben bis nach Berlin. Hast dieses Chaos nicht verdient. Baby, war das Liebe oder war ich nur ein Trost? Ich wollte ihn selber hören, du Geier. Nein, geht nicht. Die Leute müssen noch ein bisschen warten. Ja. Ey, danke alle, die dabei waren. Schwöre, danke für den ganzen Support. Danke an alle, ja. Das ist ein riesen Ding gewesen, wow. Coole Menschen, man.